Hi und willkommen zu einem Infovideo zum Thema Area Light. Und zwar wollte ich vor einigen Tagen mal wieder auf Area Light vorbeischauen, ob sie neue Sachen haben. Und in der Tat hatten sie diese neue siebte Area Light Helm- und Produktwelle herausgebracht. Sind ganz nette Sachen dabei. Ich glaube, das hier ist so ein Staffel 5 Commander oder sowas. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann ist hier Gregor Helm dabei. Das hatte ich auch erwartet, dass der jetzt bald kommen wird. Dann Schneehelm zu Wolf und ein paar Jetpacks und andere Sachen und weitere Helme. Ja, das fand ich erstmal ganz gut und habe mir dann überlegt, dass ich vielleicht in ein paar Tagen da mal bestellen würde oder nächste Zeit mal bestellen würde. Ja, dann schaute ich gestern nochmal vorbei. Nachdem Rexy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich, vorgestern mich angeschrieben hatte und Probleme mit Area Light hatte. Und zwar wollte er sich hier registrieren in dem Shop und ja, konnte das nicht, weil man da ja ein Land auswählen muss und Deutschland nicht dabei war. Ich habe dann auch mal auf die Seite geguckt und tatsächlich, Deutschland war nicht dabei. Ja, dann haben wir uns erstmal beide darüber gewundert. Ja, als ich dann aber gestern Abend nochmal vorbeischaute, hier auf der Area Light-Seite, sah ich dann diese Meldung vom 7. Januar. Ja, und zwar steht hier: Dear German customers, we are glad to inform you that we now have an official reseller for Germany, Custom Brick Design, to serve your custom needs now. This means you'll have shorter shipment times and lower shipping fees. However, we will no longer be shipping to Germany. We hope this change is acceptable and apologize for any possible inconveniences that this may cause you. Best regards, Area Light Team. Ja, heißt so, wie viel, dass sie einen Weiterverkäufer für Deutschland haben. Man sieht hier, die haben auch schon welche für Kanada, jetzt hier auch für Deutschland, wie gesagt. Für Großbritannien, USA haben sie auch noch einen. Für Frankreich und für Schweden. Und Deutschland war jetzt halt der nächste. Weil ich denke mal, aus Deutschland werden die auch einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Aufträge erhalten. Ja, und da war dann hier halt auf diesen Link dieses neuen deutschen Weiterverkäufers verwiesen, und zwar ist der Custom Brick Design. Ich ging dann da so drauf. Dann kommt man hier zu dieser Seite von Custom Brick Design, und als ich hier unten diese Custom sah, kam sie mir direkt bekannt vor. Und zwar hatte ich vor einigen Tagen ein Video von Lego Player 97 gesehen, der sich anscheinend hier ein paar, glaube drei Customs bestellt hatte. Ja, und das heißt, er hat hier auch schon bestellt. Wenn er dieses Video zufällig schaut, wäre es nett, wenn er mal drunter schreiben könnte für das Video, wie es so läuft, ob da irgendwelche Probleme beim Versand oder so aufgetreten sind, wie schnell das ging und ob das, ja, ich sag mal, reibungslos ablief, wie die Produkte sind. Fände ich ganz gut, wenn er das mal machen könnte, falls er das Video sieht. Ja, und zwar ist das halt diese Seite, CBD Shop Custom Brick Design, ist jetzt also der Weiterverkäufer für Aerolite in Deutschland. Das heißt, ihr könnt bei Aerolite nicht mehr bestellen, wenn ihr in Deutschland wohnt, lebt, wie auch immer. Und müsst jetzt hier bestellen, wenn ihr Aerolite Sachen wollt. Diese Seite ist relativ neu. Das erkennt man daran, dass an vielen Stellen auf der Seite, ich will nicht alles durchgucken, ich habe erst gestern ein paar Sachen durchgeguckt. Also es steht an einigen Stellen, beziehungsweise auch an mehreren Stellen, dass jetzt hier noch alles so im Aufbau begriffen ist, sage ich mal. Da werden noch neue Produkte folgen, stehen hier nah an manchen Stellen. Ja, und wir gehen jetzt hier einfach mal auf Zubehör, Aerolite-Figurenteile, und gehen einfach mal auf Helme. Ja, stellen wir mal hier auf 50 Produkte pro Seite. Und hier sieht man dann schon, ja, es sind hier Aerolite-Helme drin, bedruckte Helme, bislang noch keine unbedruckten. Aber ich denke mal, das wird auch noch folgen. Hier steht auch derzeit nur vorbestellbar, das heißt, sie haben sie noch nicht zum Verkauf. Entweder haben sie sie noch nicht zum Verkauf freigeschaltet oder sie haben sie noch nicht von Area Light bekommen, da die ja auch eine gewisse Menge erstmal bestellen müssen von Area Light, um sie weiter zu verkaufen. Ja, hier sieht man dann auch schon den Preis für die bedruckten Helme, 5,20 €. Ja, bei Area Light kosten bedruckte Helme ja 5 Dollar. Ja, auf Area Light ist ja ungefähr, ja, ist ja ein Dollar, und Euro ist ja ungefähr drei Viertel von einem Dollar, also Euro ein Dreiviertel von einem Dollar, wenn ich da jetzt richtig meine, ja. Und bei 5,20 €, ja, sind das halt bei 5 Dollar.
Weil Airlines sind ja 5 Dollar die bedruckten Helme und davon 3 Viertel müssen eigentlich 3,75 € sein. Das heißt, man zahlt in Euro bei Airlife für einen bedruckten Helm 3,75 €, hier in Euro 5,20 €. Das heißt, ein Unterschied von 1,45 €, der natürlich auch zum größten Teil daraus resultiert, dass diese Seite natürlich das auch nicht umsonst macht. Die arbeitet auch nicht umsonst. Steckt ja auch ein gewisser Aufwand drin, hier diese Seite zu verwalten und so weiter, Bestellungen abzuschicken. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwie Gewinn machen. Verstehe ich auch. Vor allen Dingen ist es auch gut da. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man bestellt 10 bedruckte Helme hier, da kommt man mit 52 € bei weg, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder 10 bedruckte Helme, aber ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel 52 € wären das dann für 10 bedruckte Helme, a 5,20 €. Ja, bei Aerialite wären 10 bedruckte Helme a 3,75, 37,50 €. Das heißt, ohne Versand und alles sind wir bei Aerialite bei 37,50 €, hier bei 52 €. Da sieht man natürlich erstmal den Preisunterschied, klar. Allerdings muss man natürlich auch beachten, wir gehen hier mal auf Versandkosten und Dauer. Für Bestellungen, die innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden, berechnen wir eine Versandpauschale in Höhe von 1,90 €. Ab einem Einkaufswert von 50 € entfallen die Versandkosten komplett. Das heißt, bei unserem Beispiel würden die jetzt komplett entfallen. Ich nehme jetzt aber mal, dass man etwas unter 50 € ist, um das jetzt mit dem Versand hier etwas anschaulicher zu machen. Wäre man also ungefähr bei 2 € Versand. Ja, bei Aerialite kostet der Versand 20 Dollar. Die haben sie ja vor einiger Zeit von dem 5 Dollar Normalversand auf immer Expressversand 20 Dollar. Das heißt, dass man nicht mehr den normalen Versand auswählen kann. Umgestellt, 20 Dollar sind ungefähr bei 3 Viertel, ungefähr 15 €. Das heißt, man wäre dann bei 10 bedruckten Helmen plus Versand bei 52,50 € bei Aerialite und hier ungefähr bei, ja, jetzt bei 52 entfallen zwar die Versandkosten, aber nehmen Sie jetzt einfach mal dazu, wäre man bei 54. Das heißt, hier 2 € teurer. Also diese Seite etwas teurer. Wenn man dann allerdings einerseits bedenkt, dass es hier nur 2 bis 3 Werktage innerhalb Deutschlands nach Bestellungseingang mit zum Beispiel Rechnung oder PayPal, PayPal kann ich mal empfehlen, ist, dann sieht man schon, hat man da auch einen klaren Vorteil in der Schnelligkeit des Versands. Darüber hinaus kann man natürlich auch leichter, kriegt man natürlich auch leichter Hilfe, weil es auch in Deutsch ist, wenn man irgendwie ein Problem mit einer Bestellung hat. Und was hier ärgerlich ist bei Aerialite, das habe ich bei meiner letzten Bestellung auch schon zu spüren bekommen, da waren es, also bei anderen war es auch so, um die 20 € Zoll, die manchmal noch drauf kommen, dass er aus dem Ausland, aus Taiwan kommt, wird das halt meistens jetzt in letzter Zeit verzollt. 20 € auf die 15 € Versand nochmal drauf. Das heißt, wir sind bei 37,50 € für die Helme bei Aerialite plus 35 €, knapp 72 € Zoll entfällt ja, dass er im Inland ist. Das heißt, wenn Zoll drauf kommt, das ist jetzt in den meisten Fällen so bei Aerialite, ist Custom Brick Design nochmal ein ganzes Stück günstiger, obwohl die Helme teurer sind. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, beziehungsweise muss sich gar nicht lohnen. Wir können eh, haben eh keine andere Wahl, außer jetzt einen anderen Weiterverkäufer zu nehmen aus dem Ausland. Aber gut, der ist auch nicht günstiger von den Helmen her. Das heißt, eigentlich, wenn man eine gewisse Anzahl bestellt, ist man eigentlich schon ja, mit einem ganz günstigen Preis im Vergleich zu Aerialite mit Zoll und Versand dabei. Und man wartet kürzer darauf. Und der Kontakt mit dem, ich sag mal, Kundenservice ist auch noch einfacher. Das heißt, es ist schon ein Vorteil für deutsche Käufer. Ja, also ich finde es ganz gut. Hoffe mal, dass die jetzt ihren Aerialite-Teilebestand noch weiter ausbauen. Ich denke mal aber, dass sie das tun werden, weil sie sind ja noch hier im Aufbau, wie gesagt. Und da wird bestimmt noch einiges dazukommen. Ja, wie gesagt, Aerialite nicht mehr in Deutschland verfügbar. Müsst ihr jetzt bei Custom Brick Design bestellen. Die Links von Aerialite, um da das komplette Programm, sondern die kompletten Produkte, sorry, zu sehen, werde ich auch noch in den Schrank packen, genauso wie den Link zu dieser Seite, Custom Brick Design, wie gesagt. Ja, und dann danke ich fürs Zusehen. Ja, kommentiert, bewertet, abonniert. Bis nächstes Mal. Tschüss.